Auf den ersten Blick sieht diese Theke wie eine ganz normale Fleischtheke aus. Hier wird Wurst, Cordon Bleu und Züricher Geschnetzeltes verkauft. Aber ganz ohne Fleisch. Das ist die vegetarische Metzgerei in Zürich. Ich sage immer, wieso muss eine Wurst Fleisch drin haben? Eine Wurst, die muss gut schmecken, die muss man grillieren können und die muss genussvoll sein. Und das kann sie eben, ob sie jetzt vegetarisch ist oder ob es Tiere drin hat, genauso gut. Umgerechnet rund 20 Euro kostet ein Kilo Soja gehacktes. Hühnerbrust wird durch Quorn ersetzt, ein industriell hergestelltes Produkt aus Schimmelpilz und Eiweiß. Eines der meistverkauften Produkte ist der Gemüse-Tatar für 7 Euro pro Portion. Sehr würzig, ja. Es kommt sehr nach ans Fleisch. Das finde ich schmeckt sehr gut, also auch teilweise sehr echt, sehr wie Fleisch und es ist wirklich sehr gut, also positiv erstaunt. Kritiker wundern sich, warum Vegetarier Fleisch zwar ablehnen, es aber imitieren. Rolf Hiltl geht es um Tradition. Die Leute sind sich gewisse Dinge gewohnt, oder? Und in Indien essen die alle Dal, kleine Kinder essen schon Dal und dann möglichst noch scharf. Und bei uns isst man halt Zürichgeschnetzeltes als Kind. Und dann möchte man das als Erwachsener auch noch haben. Wer auf Fleisch verzichtet, ist in guter Gesellschaft. Stars wie Natalie Portman, Kate Winslet und Brad Pitt sind bekennende Vegetarier. Bei vielen Prominenten ist die vegetarische Ernährung Teil des Image. Vegetarismus ist heute sehr, sehr anerkannt, auch wenn sehr wenige Leute Vegetarier sind. Aber allein die Tatsache, dass viele Leute immer wieder erklären, ja, ich esse eigentlich nur sehr wenig Fleisch und sich quasi als Teilzeit-Vegetarier oder Teil-Vegetarier sehen, zeigt ja, dass es eine gesellschaftliche Anerkennung gefunden hat. In Deutschland hat sich die Anzahl der Vegetarier seit 2006 auf rund 7 Millionen verdoppelt. In der Schweiz sagen 40% aller Menschen, dass sie bewusst weniger Fleisch essen als früher. Besonders in den sogenannten meinungsprägenden Gruppen. Je höher das Einkommen, desto geringer der Fleischkonsum. Dennoch bleibt der Fleischkonsum seit Jahren auf einem hohen Niveau. Weniger Fleisch essen, das dann aber in besserer Qualität. Das bleibt bei vielen vor allem ein Gedanke. Die allerwenigsten Supermärkte bieten das an. Da dominieren immer noch die Nürnberger Röstbratwürste um 99 Cent, 10 Stück in der Packung drin. Und da hat die Fleischindustrie natürlich auch immer dagegen gehalten mit weiteren Preissenkungen. Die vegetarische Metzgerei gehört zum Gastrounternehmen Hiltl. Sie liegt neben dem Restaurant der Familie in schickster Zürcher Innenstadtlage. Ambrosius Hiltl gründete das Lokal 1898. Damit ist es laut Guinness Buch der Rekorde das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Für mich ist es genial, wie die Zeit läuft, weltweit, oder? Es ist ja, damals war es der Wurzelbunker und es war verschrien. Die Gäste waren die Grasfresser, die gingen oft zum Hintereingang rein, damit die anderen nicht sehen, wo sie essen. Und heute ist es Trend. Heute ist das einstige Vegetarierheim von morgens bis abends gut besucht. Von Familien, Touristen und vor allem Geschäftsleuten. Weil es gesund ist und weil ich dann nachmittags auch noch leichter arbeiten kann. Wenn ich zu viel Fleisch mittags esse, dann werde ich zu schnell müde. Ich bin jetzt nicht ein Vegetarier oder irgendwie, dass ich da speziell selten Fleisch esse. Aber ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich hier esse. Also es ist schon Geschmackserlebnisse, die hat man sonst nirgends. Nach der deftigen Weihnachtszeit nehmen es sich zum Jahresanfang wieder viele vor. Mehr Gemüse, weniger Fleisch. Bei Entzugssymptomen kann man dann ja zum Sojaschnitzel greifen.